Ja, servus, hier ist nochmal euer Mann der guten Laune. Ja, so, ich möchte ganz kurz liebe Grüße loswerden und schnelle Genesungswünsche. Und zwar an die Irene, ja, an Deutschland, meine Liebe. Werd wieder fit, werd wieder gesund. Dann möchte ich die Bärbel Bott grüßen, meine Arbeitskollegin. Werd auch du wieder schnell fit und gesund und munter. Und dann möchte ich den Marek grüßen, meinen Arbeitskollegen. Auch du sollst wieder schnellstmöglich auf die Beine kommen. Wir brauchen dich. Junge, Kopf hoch. Und ich hoffe, ich bringe euch ein bisschen hier gute Laune rüber und kann den Genesungsprozess etwas schneller vorantreiben, denn mit Mut, mit guter Laune und mit frischem Elan packen wir es gemeinsam an. So, Freunde, dann möchte ich alle Geburtstagskinder grüßen. Theo, mein Arbeitskollegen. Theo, ich grüße dich hiermit. Mein Gott, was würde ich tun, um noch so jung zu sein wie du? Happy Birthday übrigens. Alles, alles Liebe, alles Gute für dich. So. Und da möchte ich die Jungs und Mädels da draußen nochmal ganz kurz aufklären, warum, weshalb gute Laune Boy der Kanal. Also, Freunde, gute Laune Boy ist einfach so, ich bin immer gut drauf. Wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich nach einer Minute schon fröhlich sein, rumjodeln zum Beispiel so, holalahüti. Ja, ich habe halt das positive Denken, die positive Erscheinung. Und das positive Auftreten auch. Und ja, deswegen ist mein Kanal eben anders als alle anderen. Denn schaut sie mal hin im Internet, in der Zeitung, im Radio. Überall hört man doch nur Gewalt und dies und das und dort. Und oder hier im Internet ganz groß, jeder will einen Daumen gesetzt haben. Ja, und produziert Fakes und so weiter. Also Freunde, wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, dass das so gar nicht möglich ist, wie da gefilmt wird. Es ist zwar lustig, ja, aber ja, und ich will real bleiben und deswegen filme ich mich so, wie ich bin. Ich lerne keine Texte auswendig. Und ich möchte auch meine Gegend, meine Landschaft, meinen Nordschwarzwald verkörpern, zeigen. Ihr habt es gesehen, in Bad Wildbad beim Baumwipfelpfad. Da habe ich zufällig den Schweizer Piet getroffen. Ja, dann Europapark, wo ich gerne bin. Da grüße ich auch die Familie Mack. Dann möchte ich natürlich hier die Gemeinde Schönberg grüßen. Wenn ihr die ersten Videos gesehen habt, gab es da mal einen Aufruf oder eine Veranstaltung mit Simon Wild. Ihr erinnert euch, der Mann kam bei Immer wieder Sonntags letztes Jahr vor mit seinem Titel Immer wieder im Sommer. Das war richtig geil, das ist ein Ohrwurm. Und auch da habe ich schon Werbung gemacht für Simon Wild. Hier im Kurhaus in Schönberg. Natürlich auch möchte ich, dass bei uns wieder die Gastronomie nach oben gezaubert wird. Wir haben so viele schöne Gegenden. Wir haben herrliche Luft. Wir haben herrliche Wanderwege. Wir haben herrliche Freibäder. Wir haben herrliche Campingplätze. Freunde, es lohnt sich. Kommt in den Nordschwarzwald. Kommt in unsere Region. Wir haben tolle, gutbürgerliche Küchen, Gastronomie, schwäbische Spezialitäten. Es ist ein Traum eigentlich, man glaubt es kaum. Nutzt doch das mal aus. Kommt raus aus der Großstadt. Kommt zu uns aufs Land. Dafür sind wir Dorfkinder doch bekannt. Und ich möchte nichts anderes als die Gegend hier ein bisschen euch zeigen. Dann möchte ich natürlich Freizeitparks checken, was wir hier im Umkreis haben. Wir haben Klebronn Trips Drill vor der Haustüre eigentlich. Den ältesten Freizeitpark übrigens in Deutschland. Ja, mit der Altweibermühle und der Altmännermühle. Ja, Freunde, dann haben wir in der Pfalz
in Hasloch den Holiday Park. Dann haben wir Schwabenpark bei Wildesheim. Ja, Freunde, wir haben so viele tolle Sachen. Dann haben wir die Wilhelma in Stuttgart. Dann haben wir den Karlsruher Zoo. Ja, wir haben den Wildpark Pforzheim. Und, also Freunde, wir haben schon Sachen. Das ist nicht so, dass die auf dem Land hier diesen hier machen. Nein, wir haben schon tolle, tolle Sachen und herrliche Luft zu atmen. Also, nur mal so viel zum Thema. Ich wollte mit diesem Video nie irgendjemand beleidigen, werde es auch nicht. Dafür bin ich auch nicht der Typ dazu. Denn ich möchte ja den Leuten etwas das Lächeln ins Gesicht zaubern. Das war eigentlich das Ziel. Und für alle, die mir weiterhin die Treue halten, sage ich vielen lieben Dank. Dankeschön, Mädels und Jungs, Boys and Girls, Girls and Boys. Vielen Dank und Dankeschön. Und wie gesagt, allen da draußen schnelle und baldmöglichste Genesung. Bis dahin, piep, piep, piep. Euer Gute-Laune-Boy hat euch wie immer mega lieb. Servus und tschüss.